Weißt du, dass Olivia in deinen Freund verliebt ist? Hey! Nein, ist sie nicht. Lass das! Penelope. Pflicht. Knutsch mit Olivia. Na, dann legen wir mal los. Oh. Geil. Carter. Wahrheit. Was willst du von unserer hübschen Olivia? Ich wollte eine mit vielen Freunden, die ich hierher locken kann. Ich wusste, dass Olivia leichte Beute ist. Ihr seid alle hier, weil ich kein Problem damit habe, dass andere sterben, solange ich davonkomme. Was soll das? Das Spiel ist echt. Wo immer du hingehst, was immer du tust, es wird dich finden. Alles okay? Ja. Seit wir in Mexiko waren, geht hier irgendwas total Verrücktes ab. Ach, komm schon. Ich meine das ernst. Ich sehe Dinge. Wahrheit oder Pflicht? Pflicht. Das klingt verrückt, ich weiß. Nur ein bisschen. Diese nette junge Lady hier will, dass ihr mein bestes Stück seht. Kenn ich schon, war nicht beeindruckend. Carter hat gesagt, sag die Wahrheit oder du stirbst. Erfüll die Pflicht oder du stirbst. Weigerst du dich zu spielen? Wisst ihr was? Vergesst es. Dann stirbst du. Wir spielen kein Spiel. Das Spiel spielt mit uns. Und was sollen wir tun? Wähle immer Wahrheit. Marky, ist Lucas ständig untreu? Lucas, warte. Tut mir leid. Fass mich noch einmal an und ich brech dir deine Hand. Wahrheit. So funktioniert das aber nicht. Das entscheidet das Spiel. Brich Olivias Hand. Du musst es tun. Ja, ich bin gerade verdammt sauer auf dich, aber ich brech dir niemals deine Hand. Du hast überhaupt keine Wahl. Gott, tu es einfach. Dieses Spiel ist zu schlau. Die Hälfte der Leute auf diesem Foto sind jetzt tot. Wir müssen herausfinden, wie es anfing. Wie kommen wir lebend aus diesem Spiel raus? Nein! Gar nicht. Es endet erst, wenn alle Spieler tot sind. Und jetzt bist du dran. Es will, dass ich einen von euch töte. Wahrheit oder Pflicht?